Drinnen. Wir sind in der Night Session. Mit dabei der Dan, der mit der Stadt Nummer 9 unterwegs ist. Da sehen wir schon sein stylisches Auto. Gelb mit einem blauen oder türkisen Streifen. Ja. 23 Leute im Time Split? Na, weniger. Wer wird es sein? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oder? Oder so irgendwas? Sind wir verrutscht? 17. 17, okay. Ah, ja. Wie weniger? 16, oder? Er hat die höchste Nummer? Ja. Und 7 andere sind's. Ja, mit dabei als Co-Kommentator quasi der Roland. Hallo, hallo. Schalt mal gleich aufs Cockpit. Und auch der Martin. Bei der schnellsten Runde. Der in der schnellen Runde. Das ist mein Kommentar. Spitzkehre. Bisschen weit weg, ja? Danke, da schnell. Zu viel draußen. Du musst live schalten. Die Runde ist komplett Wahnsinn. Schauen wir mal eine Zeit runter, 1,59 schaffen. Da fährt er weit weg, da fährt er sehr weit runter. Werden. Und schon wieder fährt er an. Da bist du sehr alternative Linie gefahren. Scheiße, ihr habt jede Kurve bis jetzt verhauen. Der Dan etwas nervös. Ja, von dem Publikum. Die Augen der ganzen Welt sind auf ihn gerichtet. Ich bin schon 1,5 Sekunden hinter meiner Optimumzeit. Während das immer welche Zeit heute den Asphalt gebrannt wird, steht es da derzeit 1,565. Ui, es ist flog. Weit weg und es ist fast die Wand. Ui! Knapp am Auftrag vorbei, würde ich sagen. Ja, total verkackt. Und 1,3 Sekunden langsam. Und mit einem eleganten Dreher. 12 noch immer hinter. 1,5 Sekunden vor den GT3. Ja, ich bin der mit der Abstand letzter. Das ist ein Erfolg. Ja, das ist wieder ein spannender Start, glaube ich. Das war's jetzt. Jetzt müssen wir für die Unterhaltung sorgen. Leider sehen wir kein anderes Fahrzeug derzeit auf der Strecke. Focus on Crashes können wir tun. Da sind wir beim Xavier Karis. Unten auf dem Helm und dann kannst du most excited und Focus on Leader und Focus on Crashes. Aber die sind schon. Wir beim Rennen tun, Focus on Crashes. Focus on Crashes. 57 ja, Markus Rundezeit, mein erster gewesen. Und da ist einer draußen, fast in der Wand. Kokanski 2, ja, da hat er richtig gut korrigiert, das muss man ihm zugute halten. Wir können dann noch einmal kurz zurückspulen. Da sehen wir es wirklich, wie gut er das gemacht hat. Da wechselt das Kamera kurz weg, sogar war der Fokus auf und da ui, knapp am Stapel vorbei. Solche Szenen kennen wir normal nur vom Dan selber. Jetzt sind auch schon. Naja, Sie wissen ja, Sprit ist bekannt, oder? Sprit ist 25 Liter. Das reicht. Da sehen wir. Genau. Und da sind wir am Start. Mitten den Startplatz 6, 7. Schöne Startaufstellung. Ja, wir sind hier im Nachtrennen. Nachtrennen. Ich finde, das schaut gut aus. Nachtrennen auf dem Sebring International Raceway. Und da wird schon geblinkt. Auf der rechten Seite sehen wir da entlang die Sieger der vergangenen Rennen. Da sind die Depper schon wieder am Berg und blinken in der Gegend herum. Die bei mir also, das bin ich. Ja, das bist du.
Ja, Martin, du könntest uns hier gleich die ersten Eindrücke aus dem Stream erzählen. Wie sind die Zuschauer? Zahlreich. Zuschauer, Tom, ich weiß es nicht. Schaust du nichts? Nein, ich fahr gerade selber. Du fährst auch mit? Zuschauer 0. Nein, ich fahr sagt mein Stream-Plugin. Ui, wir warten immer noch auf den ersten Zuschauer heute. Was? Danke, jetzt nein, ja. Das ist so, das fängt erst um 9. Eine Minute bis zum Start. Genial. Starterfeld heute. Aris. Nur ein Ford, den ich jetzt sehe, auf Platz 2. Ja. Und von mir ist auch Kraxen. Na, der heißt anders. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Haben da nicht einmal alle gegrittet, ha? Ja, zwei freie Lücken noch. Platz 9 und. Da gehen wir die Startaufstellung durch, wie man es professionell im Fernsehen immer so macht. Shit. Erster, ja, Startnummer 1. Stevie Chambers, oder? Stevie Chambers hat die erste. Na, gar nicht, stimmt. Der Pedro Luis Bouyonnes. Da fahren schon los in die Einführungsrunde. Genau, der Bielefeld hat ihn überholt. Chambers 3, oder? Der Dwayne Chambers? 4, Chambers 4. Hat der Daniel von Crazy Neighbor Chambers? Fessel 3. Chaps, Startnummer 5, Startnummer 6 fährt der Simon Etheridge, oder Etheridge. Dann ist der Hernwe. Dann kommt als 8-Platzierter der Daniel Kraus. Nicht verwandt mit dem Herrn Klaus. Dann waren schon die GT3s. Dann der Diaz da, den wir hinterm Dan sind, der Claude. Der Claude. Claude. Fabian Claude. Hounslow. Das ist ja in der Zugstation. Schoblom. Caris. Belesta. Dann hinten noch der Hartley. Quiroga. Ja, den Raphael Muniz auch. Ist der Bruder von Frank Muniz. Falls ihn der kennt, ist der von Malcolm mittendrin. Ah, ja klar, Hauptdarsteller, ganz bekannt. Wolmut, die GT3s lassen Abstand. Wolmut, der Beste, vorm Roots. Wolmut ist ja Alkohol. Mallet, Markus Meyer auf der 4. Fünfter, der Raphael Muniz, von dem wir schon gerade geredet haben, und der Kochananski 2, den wir vorher elegant sein Auto abfahren gesehen haben, hier auf dem letzten Startplatz. Das müssen wir ihm nach den Rennen fragen. Der ist ziemlich drogenabhängig. Jetzt schau. Nein, der nicht. Wo fahren wir verschwinden Fahrzeuge? Leck. Ich fahr sicher jetzt einmal in die Box. Da ist richtig viel Platz, wie wir sehen. Welche Kamera ist die beste fürs Rennen? Ich glaube, wir fangen mit der Fahrcase an. Die Crash-Kamera? Ist, genau, das ist ja die Fahrcase. Was? Case? Fahrcase. Was ist Fahrcase? Fahrcase. Kein Case, nicht? Kennst du kein Case? Was für Fahr ist es? Na, Käse! Gold Case, genau. Gold Case. Meinst du Chase? Na. Du hast Emmentaler Case. So wie der Auto ausschaut. Die sind da falsch. Solche Kommentatoren, die mag ich nicht. Wir sind besser als der Bolzer. Ja, okay. Also das eine clevere Taktik davon, den GT3s Abstand zu halten. Können wir nur empfehlen. GTs sind genau. Dann nicht auf der intellektuellen Höhe. Aber die sind so schnell. Können wir sowieso das Reifen aufwärmen, eigentlich illegal in iRacing. Vorne sehen wir das Safety Car, Protest, ja. Vorne sehen wir Safety Car. Der Porsche, früher war es ja der Chevrolet. Ein Ford Mustang war es vorher. Jetzt ein Ford neues Mustang, Auto gekauft bei iRacing. Ich habe gehört, das war ein billiger Deal. Ja, aber es ist der Ruf, der jetzt da als Ding ist. Als ein gebrauchter Ruf, genau, wie es die Porsche-Lizenz gekriegt haben. Ist der Stöhlinger, der gerade im Basecar sitzt? Ja. Und jetzt sind wir genau da, das ist der Martin Stöllinger, der Safety Car. Und es geht auf die letzte Kurve. Daniel Kraus, Klaus. Genau, wir sind live drauf jetzt da. Nein, wir sind Replay, so ein Scheiß. Wir sind schon live.
Unterform, der legt sich vor an die Seite. Vorne ist 3 weit. Dan wird überholt und der fährt in die Wand. Der crasht alle, Unglaubliche Szenen. Und er macht mit dieser Taktik 3 Plätze gut, 2 Leute abgeschossen. Und überholt sogar, und überholt 3 andere, die haben alle Angst gehabt. Ein pinkes Auto vor uns, ein Transvestit am Steuer anscheinend. Na, sowas darf man nicht sagen. Der Chaps ist das. Chaps. Und da vorne der Ballester hat alle abgeschossen. Der Ballester hat alle zerlegt. Eigentlich wäre es der richtige Moment, jetzt auf die Most Exciting Kamera zu stellen. Oder schauen wir auf Crashes. Ich glaube, aber hier geht das die Sache. Chaps möchte vielleicht überholen. Ja, ich sehe bei Most Crashes automatisch jetzt ausgewählt. Chaps. Einen Platz vom Daniel Kraus. Bleiben wir beim Kraus drauf. Hier Autos im Single-File ganz knapp hintereinander. Da vorne aber leichte Lücke. Die können die Base von ganz vorne nicht gehen. Ja. Diaz muss da ein bisschen Abstand halten zum Daniel Kraus, ja. Und das Tempo nicht folgen. Ja, ja, schon eine ganze Gerade nach hinten, ja. Da hat er wirklich jetzt Probleme. Kommt vielleicht mit der Nacht auch nicht so gut zurecht. Ist halt nachtblind. Schwierige Bedingungen heute in der Nacht, natürlich die Temperaturen deutlich Tageshöchstwerten. Ja. Da, der schert aus vorne. Gefährlich spät gebremst. Ballester. Dan geht, kommt dran jetzt auf der Geraden, ob man da überholen kann. Sehr schwer, weil alle Windschatten haben. Wir sehen das Licht der Scheinwerfer. Dan probiert's. Nein, kein Three-Wert. Täuscht aber nur an. Ja, hat er aber trotzdem gut gemacht, gell? Spielt er mit seinem Gegner. Muss jetzt aber die Lücke offen lassen. Vielleicht. Ja, nach. Ja, die 4 sind zusammen. Oh, der dumme Sau, fahr zu langsam. Ja, der hält alle auf. Er heißt aber anders. Da kommt sogar wieder die Dias hinten raus. Der Luis Bouillonnais, der lässt die Lücke zum Fessel. Und der Bielefeld ganz klar in Führung. Ich fahr schon wieder mit. Und da zieht er am besten. Oh, da haben wir die wichtige Szene verpasst. Wieder. Schon wieder mal abgeschossen. Bild vom Dan, da schießt er raus, der Gegner. Der hat sich selbst zerlegt. Da sind wir jetzt wieder live. Da sind sie nur mehr zu dritt. Aber der Fahrer, der alle aufhält, ist immer noch vor ihnen. Es ist der einzige Ford heute im Fahrerfeld, dürfte anscheinend den Ferraris nicht folgen können und hält ja auch noch 2 auf. Die Ferrari ist deutlich mit der besseren Base auf dieser Strecke, habe ich das Gefühl. Definitiv in den Kurven auf der Gerade, glaube ich, könnte fast der Ford ein paar kmh ist er schneller. Haben. Ist er schneller, ja. Aber die Kurven und die Curbs, das ist das, was die. Genau, ja. Die Kurve und die Curbs, das ist das, was der Ferrari sich dann auszeichnet. Der Ferrari ja neu hinzugekommen, nicht bei der letzten Update, aber beim vorletzten Update. Diesmal auch wieder als neu, aber die GT3-Variante. Aber war ein schönes Update, finde ich damals, dass sie die GTEs gebracht haben. Ich glaube auch sehr gut angekommen bei der Community. Ja, vor allem die IMSA-Serie hat wieder einen großen Aufsprung bekommen. Das auf jeden Fall. Davor doch eher karg besetzt. Bestimmt, ja. Dafür leider die Proto-GT-Serie, durch das, dass sie nicht mehr promotet worden ist, eigentlich tot. Alle warten jetzt auf die 2 neuen LMP1 Autos von Porsche und Audi. Ja. Das wird lustig, ja. Weil der LMP2, den sie haben, der ist ja auch schon älter. Wieder in der gleichen Kurve, der vor ihm fast einen Fehler gemacht, hast du das gesehen? Beim Anbremsen auf den Curb kommen, leicht begonnen zum Drehen, gut korrigiert und jetzt ganz knapp dran gewesen und kann sich
kann er sich neben reinsetzen. Ja, jetzt müsste der Dan mitgehen, dann kracht's. Und er macht's wirklich. Tech erwischt, leicht gedreht. Ist der Papel. Die Schuldfrage wird sich später stellen. Ja, das Hörer können wir jetzt. Stewards under investigation, under investigation. Ja. Und ich bin was wurscht, der traut sich schleichen. Und wir hören auch schon gerade Boxenfunk wird uns eingespielt von der Crew des Gegners. Box, Box, Box. Hat wohl einen Schaden erlitten. Ja, wir können nicht alles einspielen. Nicht nur Box, Box, Box. Man hört auch von rüden Beschimpfungen in Richtung des Ferrari-Piloten. Los, fahrt dann so langsam. Denn die Frage ist, hat er einen Schaden selber davongetragen? Ja, ganz leicht. Schauen wir kurz von vorne auf das Auto. Nichts ganz zu leicht sehen. Ist zu merken. Das ja, fehlt jetzt ein bisschen. Ah, man sieht nicht wirklich was. Nein, man sieht gar nichts. War okay, mehr so eine Problem. Nein, es war, ja, ich glaube auch, dass es, ja, ich meine, es war einfach ein faires Überholen. Nein. Aber ich will darauf hinweisen, ich habe in dem Moment gesagt, wenn er reinfährt, dann crasht's, gell? Da ist er reingefahren. War das Absicht dann? Also wolltest du jetzt crashen? Du oder? Hast das auch gesagt, das war der Boxenfunk, schieb ihn raus! Ich hab gesagt, wenn du jetzt reinfährst, da trifft er da ein bisschen. Der Mann vor ihm, der Jobs ist das, gell? Der Jobs. Jobs. Du könntest inzwischen den Stream im Auge behalten, haben wir da schon mehr Zuschauer. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Twitter-Follower, Ramin Nasipov. Danke, dass du mir folgst. Beide noch immer null Zuschauer. Uff. Die vermasst leider. Warum ist aber, Dominik, was ist da los? Warum wir Zeit? Ja, wir werden jetzt einmal ins Cockpit schalten, vielleicht hilft das. Da sind wir im Cockpit live beim Dan dabei, wir sehen seine weißen Handschuhe. Die sind aber violett. Blau sind sie. Violett. Zeit von Michael Jabs 58,7 Graus 59,5. Ja, aber er holt auf. Was er so nicht, gell? Ich hab die Zeiten leider nicht von mir, da habe ich keinen Sound. Die Rennführung 57,7, 57,1, die zwei Fahrer Bielefeld und Fessel. Eigene Klasse heute, gell? In einer eigenen Klasse, ja. Die waren hinter mir im Rennen. Ja, unser Interviewpartner des Tages, der Martin Stöllinger. Bekannter IMSA-Fahrer. Dahinter geht es jetzt wirklich zur Sache. Diaz kämpft gegen Chambers ganz knapp in der ersten Kurve. Wo ist der Diaz? Diaz? Platz. Ja. Oder zwei Plätze dahinter. Side by side, Kurve 3. Ja, ich sehe es gerade. Der Italiener traut sich da nicht ganz neben ranfahren. Diaz. Wieder zur Spielsperre. Versucht ja. Er hier was, das grüne Auto von Chambers. Diaz schaut eher mehr wie ein Hulk aus. Ja, aber hinten schon beschädigt. Also der hat hinten einen Schaden. Der ist das Opfer worden von der Rüden-Aktion ja. Am Start, glaube ich, von unserem Kollegen da. Der zwei Plätze vorne fährt. Ordentlich. Also die rechte Halterung vom Heckflügel sehr eingedrückt. Eigenartig, wie Carbon sich biegen kann. Vielleicht auch gewollt vom Team. Weiß man's? Ja. Vielleicht eine taktische Finesse, die wir da jetzt. So verbessern hier am Heckflügel. Leichter Schlenzer beim Anbremsen, er geht, versucht's nehmen, kommt nicht, das gelingt nicht. Solltest. Oh, Diaz zieht nicht drüber! Noch einmal. Ja, aber da wird's schwer. Jetzt, da traue ich's mir nicht in der Kurve. Jetzt vielleicht, wenn er eine gute Linie hat, innen, die Linie ist gut, jetzt da ganz knapp dran. Die Kurve ist entscheidend, er macht den Fehler. Ah, der andere, schau! Der Hulk kommt vorbei. Doch, geht sich aus. Wird geht knapp. Rein. Geht sich aus. Jetzt ist er neben. Aber jetzt kommt die entscheidende Stelle.
Weil da ist noch immer nichts aus. Jetzt sind sie genau gleich auf. So, Dias steckt zurück. Nein. Doch. Side by side. Oh, Dias steckt zurück. Ja, klar. Hat er rausgenommen. Bitte kurz einen Zwischenapplaus. Vierter Startplatz. Gratuliere. Das räumliche Vermögen von Dias. Was für eine Klasse überhaupt. Ja, er hat richtig viel Platz lassen, aber... Oh mein Gott. Jetzt, aber kommt noch einmal der Konter. Schau, er kommt dran. Na, bremst wieder früher. Gewertet. Jetzt lasst uns ihn. Ganz schlechte Linie in der Kurve. Ganz schlechte Linie bei Dias. Er möchte einfach im Windschatten jetzt bleiben, wenn die vielleicht auf den Cordoba aufschließen nach vorne. Ja, der Cordoba war der ja alle abgeschossen hat am Start. Ah, schau, wieder mit dem Fehler. Wenn, das ist die Stelle, gell? Wenn du da auf den Körb kommst, das Körb ist doch recht hoch dort, dann hast du ein bisschen einen Ruppler und dann ist es gar nicht so ungefährlich. Kannst nicht voll raus beschleunigen. Ein bisschen spät bremst du dir, es geht sich aus. Könnte Off-Track gewesen sein jetzt dafür. Schalten wir mal in die Cockpit-Perspektive. Ah, Hütchen abgeräumt, der Dias. Böse Aktion. Dreh beim Dias. Elegante Methode, um seine Reifen zu zerstören oder sich wieder zu... Er driftet da weg. Kein Wunder, dass er da driften muss, ja, wenn er so die Reifen zerstört. Den angesprochenen Curb mit zu viel Gas überfahren, hat sich dann eingedreht. Und er hat einen kompletten Frühstart gemacht. Der ist 2 Sekunden vorweg. Wir schauen uns die Stelle noch einmal an. Er kommt auf den Curb und dann zieht es ihm raus, genau. Dann hat er sich da wieder gleich gedreht mit einem Donut. Das ist halt für die Reifen ganz schlecht. Wir sehen es beim Losfahren wieder, wie es dann wegstaubt. Die Reifen wahrscheinlich ziemlich kaputt. Jetzt da 2 Plätze verloren. Und, wenn, und dann noch ein Dreher von Dias. Unglaublich. Letzte Kurve, hast du das gesehen? Na, gar nicht letzte Kurve. Dort bei der Schikane. Beim hat er S. Ganz viele Plätze verloren. Ja, und dann beim Zurückschieben und dann ist er weg. Na, ist er wieder da. Da hat er geleckt, kurz. Wo ist eigentlich die Gurken, die ich abgeballert habe? Der Ford-Pilot ist auf Position. Gehen wir zurück zu Dan auf die Strecke. Mittlerweile Dan auf Rang 4. Muss Japs ziehen lassen. Keine Chance gegen den... Ford-Pilot auf Position 11, sogar hinter dem ersten GT3. Ah, der Bouillonnes, ja, der ist weit zurück. Jetzt vorweinen nach dem Rennen. Da ist ordentlich was unterwegs da vorne, da geht's richtig rund. Ja. Da sind schon mehrere vorbei. Das sind alles GT3s da vorne, oder? Alles der führende GT3, der dann die nächsten rankommt und versucht sie zu überholen. GT3, ja. Können wir zuschauen, aber ziemlich gut. Cool. Fest. Ja. Eine lustige Aktion. Jetzt hat er da die Lassen in der richtig. Geht am GTI auf der Gerade vorbei, sehr eigenartig. Ja, die müssen vielleicht, vielleicht schaden aus der Anfangsphase, das haben wir nicht mitbekommen. Ja, kann sein, Fabian Kloth von einem GT3 auf der Gerade überholt worden. Was ging da nur schief? Der ist jetzt im Zweikampf mit dem Ford GT3, Ford GT. Ziemlich coole Beleuchtung hat der Ford, aber das muss man schon sagen, gell? Wenn du es von hinten anschaust, das Auto, schön beleuchtet, wie eine Christbaumkugel, oder? Ja. Hier sehen wir die Wohnwegen. Da kommt der Ford. Sind wir genau im Zweikampf. Auf der Gerade hat er vielleicht mehr Chancen wie in der Kurve. Jetzt geht es ja gleich auf die lange Gerade, da wird er sicher versuchen. Ja. Mit dem höheren Doppel. Er richteten sich her vorne, da geht der Dreifahrer mit einem Fehler, jetzt haben beide Windschatten. Und der Ford. Beide überholen. Nein, der Ford nicht so gut rauskommen. Schaut, der Speed fehlt ihm. Er geht viel zu früh raus. Ja. Ich weiß nicht, warum er so früh rausgegangen ist. Das war vielleicht ein Fehler. Er probiert jetzt vielleicht. Bietet leider dem Ferrari zu viel Windschatten. Ja, aber jetzt da mit der besseren Linie vielleicht die Chance. Ha, komm. Auch wenn der andere Windschatten hat, wenn er da ist ein bisschen besser rauskommen. Könnte 3 wide werden mit dem GT3-Auto. Ja. Verstehe ich ja nicht. Der Ford wird nervös. Ist nämlich witzig. Zuerst lassen der Schwarze. Zuerst lässt der Schwarze. Nein, geht nicht. Nein. Zuerst lässt der Schwarze Ferrari den GT3 in Ruhe vorbei und dann versucht er. Da kommt der nächste hinten. Ist das der Dias? Dias! Dias, bericht!
Francisco Diaz. Unser Freund aus der früheren Spitzengruppe oder zweiten Gruppe. Aber schauen wir mal, was da los ist. Fünf Fahrer da im Pulk oder ist nur Sechser dran? Ich glaube nicht. Da ist ganz knapp jetzt vorne. Aus der Sicht von Diaz. Der Ford biegt richtig. In der Zwischenzeit haben wir verpasst, wie der Zweitplatzierte sich von der Strecke entfernt hat. Ausgeschieden? Schon auf Kraus auf U3. Unglaublich, hein? Traut man ihm gar nicht zu. Der Ford mit dem Fehler, schau, Ford weg. Ford mit Fehler. Nicht kaputt, aber er hat da Plätze verloren. Diaz jetzt da direkt hinter Klos und der Ford muss jetzt ein bisschen Abstand lassen. Und Diaz setzt. Throughput fell to unacceptable level. Da ist es bitter und wieder der Fehler in der gleichen Kurve von Diaz. Der kann die Kurve, da kommt er immer auf den Körb. Er fährt viel zu viel auf den Körb. Der GT3 ist hier klar schneller wie die GTEs, die kommen gar nicht ran in den Kurven. Er überholt sehr viel Zeit. Er überholt schon nächsten jetzt auf der Geraden, das ist ein bisschen ein krankes Bild. Auf der Gerade scheint der Audi da dem Ferrari klar überlegen zu sein. Ja. Und da jetzt zwei. Da geht die 3 draußen vorne. Die Kurve nicht bekommen. Muss noch einmal zum Überholen ansetzen. Gibt es da eine Kollision vorne? Dadurch kommen die zwei jetzt ran. Wo ist der Ford? Ein bisschen zurück. Versucht es wieder innen. Nimmst du sich rein? Jetzt wird der Ding überholt. Oh, Crash! Diaz fährt ihm ins Heck! Und der Ford an beiden vorbei. Der Ferrari knapp dahinter, jetzt der Rote. Auch er vorbei, ha? Jetzt in der Kurve, na, traut sich nicht, oder? Na, besser nicht, gut. Aber richtiger Kämpfer jetzt da. Der GT3 kann sich absetzen, während die 5 GTEs da geschlagen ihre Zweikämpfe auskämpfen. Der Ford schiebt sich jetzt an die Spitze des Feldes. Schau dir das an, unglaublich, ha? Gerade noch ordentlich zurück und jetzt an allen vorbei. Vielleicht kann es. U3! Schwierigkeit! Fehler von Diaz und schießt den Kollegen ab! Klarer Fahrfehler von Diaz! Schauen wir uns das noch einmal. Wiederholung an. Ja, da geht das Rewide komplett irre, der andere zieht rüber. Er geht früh raus. Viel zu spät gebremst von Diaz. Ja, aber er geht sehr früh raus und der andere schiebt nachher beim Bremsen erst raus. Also beim Bremsen die Linie wechseln ist halt komplett schlecht auch. Und dadurch kommt Diaz dann auf die Wiese. Schiebt die beiden, hat beide, die Fehler gemacht haben, hat es dabei erwischt. Und beide zu spät gebremst, dann noch die. Claude und Diaz draußen. Ja, der Hernwey hat dadurch aber den Anschluss an die 2 verloren vorne. So schnell aus einer 5-Fahrergruppe nur noch 2 geworden. Und Diaz richtig viel Fehler. Die Frage ist, wie viel Inzidenz hat er schon? Das wird ja richtig schwer, ob der da durchkommt heute, oder? Ja, ich habe glaube ich schon 9 Incidents gezählt, vielleicht dann sogar ein, zwei mehr. Das Rennen dauert noch ein paar Minuten. Ui, da dreht sich wieder irgendein Gut neben mir um den Dom. Gehen wir auf den Dan, wo war das? Letzte Kurve? Ne, irgendwo war runter da. Ah, der war aber nicht, das war nicht wirklich gefährlich, oder? Naja, ich hab nur das Licht schon wieder gesehen. Dan laggt bei mir. Ziemliche Lags bei Dan. Konnte dann aufbieten zu Position 1. Knapp dahinter noch mehr. Der Fessel, der Chaps, holt er auf. Unglaublich, also kommt dran. Derzeit auf der Strecke. Fessel fährt nur mehr 58er. Chaps 57er. Was ist mit Kraus? Kraus auch 58er. Ein paar 59er. Zu langsam, dass er da rankommt, gell? Wird schwer. Soll er der Miguel Cordoba Ballester aufschließen von ihm? Ja. Ja, das ist übrigens der Kandidat, der am Start 3 Leute abgeschossen hat. Großartig. Von ihm können wir noch vieles erwarten, viel Action. Eigentlich ist es ein Report, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich gehört er reportet nach der Aktion am Start. Und aus dem Rennen raus. Also sie untersuchen immer noch die Rennstewards, keine Ahnung was. Jackie Stewart unter den Stewards heute. Worüber wir uns sehr freuen, natürlich. Eine Legende ist heute bei uns im Fahrerlager. Ein Wahnsinn. Gehen wir ein bisschen Copy und Paste. Eine Legende am Steuer. Der Herr Kraut.
dem ins Cockpit vom Chaps. Der kommt jetzt immer näher. So. Dann wird jetzt seine erste Aktion versuchen. Sehr weite Linie hier sein Gegner. Der Fessel fährt richtig weit. Chaps ganz andere Linie in den Kurven. Pro Runde jetzt 4, also 8 Zehntel schneller. 4 Zehntel schneller. Pardon, mein Fehler. Auch da ein bisschen andere Linie, gell, in der Kurve. Wenn Fessel. Was war der von hier? Direkt, genau, direkt da. Und der Fessel fährt runter. Aber Chaps kommt jetzt richtig schnell näher und wenn er dann im Windschatten auf der Geraden ist, wird es richtig spannend. So, jetzt geht's in Richtung der langen Geraden, der Gegengeraden. Doch da ein bisschen andere Linie jetzt. Jede Runde. Es dauert trotzdem noch, glaube ich. Wenn da kein Fehler passiert, dauert es noch ein bisschen, bis wir dann in den Zweikampf kommen. Da sind die vorher noch in die Box fahren sogar. Und dass das Rennen in der Box entschieden wird, dann kann ich das verstecken. Alle Fahrer wissen, wie viel sie nachtanken müssen. Ja, hoffentlich. Scheint ja ein großes Mysterium im Simracing-Sport. Gibt's zu sein, ja. Wird so viel Geld investiert. Ja, zu viel Geld können nicht mehr die Zahlen ablesen von der Tankstelle. Das sind die teuren Ingenieure. Wobei man dazu sagen muss, Daniel Kraus ist ja kein Ingenieur. Das fehlt ihm noch, gell? Quersteiger im Simsport. Kein Diplom-Ingenieur. Das wird noch kommen. Wenn nachher die Ingenieure am Steuer sitzen. So. Da kommt immer. In dem Teil kommt immer ein bisschen näher. Jetzt könnte er Off-Track gewesen sein, jetzt sogar. Haben wir schon 28 Minuten, dann 45 hinter uns. Noch niemand versucht einen Undercut heute. Aber richtig spannendes Rennen, gell? Richtig spannend. Sind wir froh, dass wir eingeschaltet haben. Wir bedanken uns natürlich bei jedem der Zuschauer, die jetzt gerade live dabei sind. Stellt Fragen im Chat. Heiße Null Zuschauer, aber so, jetzt startet, kann ja noch werden. So, jetzt starte ich selber vom Handy aus, das geht sonst nicht. Damit die keine Fragen im Chat verpasst natürlich. Jetzt auch etwas schneller kann zu Position 4 ein wenig aufschließen. Er hat 58,1 in der letzten Runde. Ja, Fessel nur, die Fessel nur 58,2, gell? Und der Daniel Kraus 59,4, dahinter der Cordoba mit 59,5. Wohl schon dran, oder? Schalten wir da mal ganz kurz nach zum Cordoba. Nein, er sieht den Dan noch nicht. Aber nicht mehr weit auseinander. Bleiben wir bei Chaps, der attackiert jetzt der Fessel, der gerade in den Dreck rausgekommen ist mit zwei Reifen. Aber da muss er ein bisschen Abstand lassen jetzt da, in der Kurve. Geht es wieder auf die längere Gerade zur Spitzkehre hinunter, aber zu großer Abstand. Ja, viel zu groß. Der hat jetzt verloren. Er war dran und dann vielleicht auch auf Nummer sicher gegangen. Vielleicht wollte er die Reifen auch jetzt noch nicht überfahren. Wenn er heute beim Boxstopp, glaube ich, die Reifen gewechselt. Angst dafür zu kurz. Ja, vielleicht ein paar dahinter den Fahrer, da weiß man es nicht. Ja. Weil Diaz nach seinen vielen Drehern könnte. Satz herum, warum nicht gleich wechseln? Fehler! Fessel unter Diaz ist vorbei! Selber leichtes Übersteuern! Und richtig. Großen Abstand. Ja, richtig große Lücke. Wir schauen uns das noch einmal an.
Er war im Gras draußen. Ja, rausgekommen da bei der Kurve. Jetzt kommt der Zeit, weißt du, man muss immer früher bremsen jetzt. Das hat er vielleicht ein bisschen übersehen, schon vorher der Fehler nämlich. Und jetzt, ja, kampflos quasi geschlagen gegeben. Denke mal, er wird auch nicht folgen können mit den Rundenzeiten von Jabs. Nein, der wird jetzt wegziehen. Also wenn ich, so wie ich das bis jetzt gesehen habe und auch jetzt schon richtig weit weg auf der Geraden. Bleiben wir bei Kraus, der kommt jetzt auf die lange Gerade. Kommt auch in den Dreck. Das dürfte ein Off-Track sein bei ihm. Ja, so. Da müssen wohl die Pit Crew den Dyson anwerfen, ein bisschen da den Dreck absaugen von den Rädern. Ja. Aber wo der Dyson? Das ist ja ein Riesenunternehmer, habe ich gelesen. Ja. Der will jetzt irgendwas Neues bringen. Das ist interessant. Elektroautos. Ah, Elektroautos, ja. So. Weil ich wusste, dass das Unternehmen so riesig ist. Cordoba in der ja, schon noch weit weg, gell? Und fährt ja, auch nicht schneller. Der schnellste von ihnen. 58,1 bei den. Und 58,1 war der schnellste Rund. Da kommt er aus der Boxengasse raus, da ist gar nicht ungefährlich. Chambers da vor ihm. Ja, da ist der Ford GT, der Boyonnais, der José Luis Bornes, oder wie das heißt. Moritz. So, Bruder, der. Ja, und Diaz das Rennen aufgegeben? Scheint so. Oder schon disqualifiziert. Karis jetzt. Haben durchgesagt, zu viele Incidents. Okay, ja. Retire your car. Ja. Karis, der schlechteste oder der letzte im Rennen. Befindliche GTE als 12. Der Mallet vor ihm. Da hat die Führung gewechselt übrigens, gell? Wellington oder wer war das? Der Vorder, der Wollmouth. Vielleicht war er schon in der Box, aber der führt jetzt nicht mehr bei den GT3s. Der schnelle Audi-Fahrer, der da einige GTE-Fahrer hinter sich lassen konnte, nicht mehr erst. Da muss wohl in der Box gewesen sein. Ja. Früher als die anderen, scheinbar. Muniz da. Ja. Noch alle im Rennen bei den GT3s. Dann zum Ballester etwas erhöhen nach hinten. Ja, aber. Wir kämpfen, glaube ich, mit dem Stevie Chambers. Ja. Der immer näher kommt. Aber der auch eine Delle im Auto hat, die er wahrscheinlich eh vom Cordoba hat. Vom Start. Fast gedreht jetzt von Kraus in der S-Kurve, leicht über das Gras. Ja, das ist gefährlich, gell? Macht sich fast schon Brüller, Konkurrenz. Box, Box, Box. Kraus in der Box. Kraus mit dem Undercut. Vielleicht zu früh in der Box, hä? Ich hätte keine Runde mehr geschafft. Die anderen sind vorbei. Wie gesagt, er ist Brüller und dann passt perfekt. Und ich Lewis Hamilton wird langsamer. Selbst Chambers in der Box. Ach, es ist nur die Wiederholung. Mein Fehler, ich habe da gesehen, dass Kraus langsamer wird. Große Freude bei der Box. Die jubeln schon den Sieg. Hat ein kleines Problem mit Wegfahren in der Box. Das Kupplungspedal anscheinend nicht gemappt. Ja, habe ich. Habe ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Chambers, hat er nicht zu früh Gas gegeben in der Box? Chambers, könnte sein. Schauen wir die Wiederholung an. Doch klar abgebremst, das muss doch eine Strafe sein, oder? Ja, hat abgebremst. Da wird sich noch zeigen, die Stewards werden auch das. Jackie Stewart gibt durch Speeding in the Pits, möglicherweise von Stevie Chambers. Ja. Die werden jetzt die Wiederholungen anschauen und dann wird eine Entscheidung gefällt werden. Allerdings gibt es auch noch keine Entscheidung von dem Zwischenfall. Mit Kraus oder hast du da schon was gehört? Ich glaube, Rennunfall. Ich höre gerade in meinem rechten Ohr Entscheidung nach dem Rennen. Vielleicht eine Rückversetzung. Dürfen vorerst zu Ende fahren. Ja, da hat der Glück der Kraus. Ich hätte klar gesehen, seine Schuld. Oder würdest du das sagen? Möglicherweise plus 5 Plätze für das nächste Rennen, schwer zu sagen. Könnte ich mir welche vorstellen. Strafe ist da, die ich noch verhängt werden kann? Vielleicht eine Geldstrafe noch. 3 iRacing Dollar vielleicht? 3,5, wenn es schlimm geht für den Kraus.
Vielleicht muss er einen iRacing-Content zurückgeben, wenn er. Den Gratis-Content. Er gerne auf. Er darf den Gratis-Content. Zwei Wochen lang darf er den Gratis-Content nicht verwenden. Jetzt Cordoba in der Box. Schau mal, werfen wir das Bild und Ballester führt übrigens. Auch in der Box. Chubbs schon zuvor. Ballester konnte da eine Runde länger fahren, vielleicht. Zahlt sich das spritsparende Fahren aus. Inzwischen ziehen jetzt alle vorbei. Chubbs gerade vorbei. Fessel auch vorbei. Chubbs an Fessel immer noch vorbei. Und da kommt Chubbs der Herr Kraus. Muniz vom Bruder von Frankie Muniz. Ballester, Kraus kommt, da rechts, Ballester fährt los, das wird knapp. Kraus an Ballester vorbei. Ja, klar vorbei. Ballester konnte hier nicht den Vorsprung nach vorne verringern, ist eher ein bisschen größer geworden. Genau, hätte ich auch gesagt. Und das war offensichtlich Speeding in the Pit bei Chambers. Speeding in the Pit? Ah, ich glaube, das hat wirklich eingeschätzt. Ja, Chambers, Box, richtig, musste die Strafe gleich absitzen. Steht da jetzt auch? Die Augen hier von mir haben das klar gesehen. Sehr gut, für das haben wir dich engagiert. Ich habe gleich ein SMS zum Jack Stewart geschickt, meinem Buddy. Er hat es dann sofort untersucht. Also ich habe gedacht, der Tinder-Anfrage. Du hast ihn nach rechts getweilt. Ich weiß nicht, was die im Wald dann machen. Im Wald. Ja. Und es war wohl doch der frühe Boxenstopp von Markus Wollmuth, denn er führt jetzt wieder in der GT3-Klasse. Caris und Claude. Claude jetzt der letzte von den GTS. Caris an Claude vorbei. Knapp hinterm Rutz. Kraus hat da einen Mercedes vor sich. Markus Meyer. Ui. Der macht. Der lässt Platz. Der lässt ihn aber Platz. Ja, da war schon die Haube etwas gedämpft, beziehungsweise eine Beule. Dürfte schon ein paar Reibereien auf der Strecke heute gehabt haben. Ja, was gibt's sonst zu sagen über iRacing in letzter Zeit? Wir haben gerade ein neues Video gesehen. Animierte Pit Crews. Ganz was Feines fürs Auge. Ganz was Feines. Da freuen sich auch wirklich viele drauf. Also du hast immer wieder Stimmen gehört. Das ist wichtig. Ein Schmankerl unter den Sims. Ja, das stimmt. Das hat es bis jetzt ja noch nirgends gegeben, oder? Ja. Nein, ich glaube auch nicht. Die ganzen Ressourcen, die sie gedacht haben, jetzt machen wir Tag-Nacht-Wechsel, haben sie alle abgezogen, alle zwei Mann machen jetzt Boxen-Animationen. Aber sie haben schon ein bisschen angefangen, schon vor längerer Zeit mit den Animationen. Dann kommt da wieder Regen, weil das haben sie auf Eis legen müssen. Ja. Das Wetter das haben sie auf Eis ganz legen müssen, klar. Ja. Wetter-Animationsmache sind jetzt bei den Boxen-Crews angelandet. Ja, aber der Lollipop-Mann ist ja schon länger animiert. Das haben sie schon in den letzten Updates immer groß angekündigt. Ja. Ja, da haben sich wirklich viele Leute gefreut. Aber der ist ja noch gar nicht animiert, oder? Doch, du musst das einstellen. Ein Winkzug kam es aus. Ja, aber passt dann perfekt. Vielleicht etwas interessanter, auf Platz 13 und Platz 12 ganz knapp hintereinander ein Ferrari GT3 und ein Ferrari GTE. Caris und Lux. Ja, Caris hat schon vorher aufgeholt. Traut sich nicht vorbei, was ist da los? Ja, vielleicht kann er nicht. Vielleicht kann er nicht. Livestream steht da drauf beim Root. Scheinbar ein Streamer. Bei seiner Base könnte das leicht sein. Ähnlich langsam unterwegs wie ich sein würde wahrscheinlich.
Witzig, oder? Diesmal ist der Daniel Kraus fährt vorne mit, Platz 3 und das letzte Mal ist er was geworden? 25. oder? 26. Ja, ich glaube 23. 23. Nein, ich bin 23. geworden. Was war davon? 22. Nein, ich war 22. Leichter Fehler jetzt vom Karis in der Kurve. Auf der Gerade scheinen die GT-Autos hier überhaupt keinen Vorteil mehr zu haben. Ja, den GT-Preis. Den Kurven könnten schneller, aber er fährt auch die Kurven nicht richtig. Schau mal, er könnte den Speed viel besser mitnehmen. Er kommt jetzt so nah dran und jetzt fehlt es ihm. Schau, jetzt kommt der andere, beschleunigt einfach früher raus. Er fährt die Kurven besser. Letzte Kurve ein. Ja, das fehlt ihm dann beim Kurvenausgang. Oh, dann fast im Slowout. So wird das nichts. Hat sich die Strecke schlecht angeschaut. Auch da eine weite Linie eigentlich. Gell? Steigt auch spät aufs Gas. Da müsste. Ja. Na, so wird es nicht. Spät angereist. Konnte bei den Trainings nicht mehr viel machen. Da gab es auch einen technischen Mängel, Motor. Das zeigt sich heute. Ja. Was beim Chaos aus? Na, beim Harris. Jetzt direkt im Livestream. Versucht er jetzt, nein, setzt sich. Schauen wir mal. Die 3 vorbei und macht Platz. Ordentlich übergerutscht. Mallet, jetzt der nächste, der vor ihm ist. Roots jetzt direkt hinter Karis. Da sind sie alle zusammen. Da fährt ihm fast rein, der Rutz. Hast du das gesehen? Ich möchte doch nicht dahinter bleiben mit dem GT3 hier. Aber auch unverständlich, oder? Ich meine, als GT3 lasse ich ihn doch vorbei, oder? Das lässt das scheinbar auch. Bernd Kahr ist da immer näher als da an. Fehler von Bouyonnais! Bouyonnais, der Ford mit einem Fehler. Mallet, der jetzt vor Karis. Na, wer ist das, der vor Karis fährt? Ist das überrundet da? Hm? Fährt da einer von den hinteren noch? Na, Hartley? Na? Wer könnte das sein, gell? Vor Karis ist schon bald aus. Schoplom? Schoplom, ja, richtig. Schoplom. In der gleichen Runde. Noch zwei Runden, noch müsste, müsste Schoppler einen Fehler gemacht haben in der Runde, dass er da so weit zurückgefallen ist, oder? Ja, nur 2.14 die Zeit in der Runde, da war klar ein Fehler dabei. Okay, ja. Generell würde ich sagen, die Balance of Performance, muss ich das noch einmal anschauen, Ferraris, das ist keine faire Competition. Ja, das stimmt. Die Fords müssen da ein wenig nachbessern. Spannend wird. Wollten auch das Motor-Update halt für diese Strecke nicht bringen, ja. Vielleicht auch das Problem. Mussten leider die Restrictor-Plates wieder positionieren, Motor war zu stark. Ja. Da fragt man sich auch, machen die keine richtigen Tests? Was simulieren die? Hä? Was simulieren ja. deren Ingenieure? Wahrscheinlich animieren die Boxen-Crews. Haben sie da nichts an die Boxen Crews? Gibt's da Boxen Luders noch da? Jobs für 10 Sekunden vor Fessel. 11 Sekunden dahinter der Kraus, der gerade hinterm Walmart ist. Nein, gar nicht hinterm Walmart, was, hinterm Kochanski, der da ordentlich herumdriftet, jetzt Kraus vorbeilässt. Wo wir jetzt sehr schön gesehen haben bei Kraus auf der Seite, die. Kraus besonders steht. Na, wo war das? Man sieht's richtig schön hier, die Lichter neben leuchten. Und jetzt einmal eine ganz besondere Ansicht aus dem Auto. Da sehen wir auch das beleuchtete Lenkrad. So, 130. Was ist los mit dem Auto? Das ist der Doc, den anderen Kollegen hinter mir auch ein bisschen behindern. Karis wieder hinter Rutz! Kruz an Karis vorbei! Ich glaube, dass Karis einfach nicht fahrerisch nicht mithalten kann mit den anderen. Auch jetzt mit dem Fehler und knapp an der Wand vorbei. In der letzten Kurve. Das war die letzte Kurve. Ganz schlechte Linie. Ja. Man hört auch, dass er wirklich Probleme hat in der Nacht und nicht gerne fährt.
da in das Mikro rein. Als nachtblinder Fahrer. Vor ihm ruht es jetzt mit dem Fehler. Selber Karre ist auch kurz ein bisschen gewackelt. Cordoba in der Wand. Cordoba in der Wand, das müssen wir uns noch einmal anschauen. Schritt zurück, was ist da passiert? Schon wieder? Zu aggressiv, würde ich sagen, Cordoba. Ah, er fährt da auf den Units auf. Ja, aber wirklich. Es hilft schon. Ja, sicher. Zu schnell in die Kurve und wollte dann einlenken. Die Bande noch. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat gelenkt und gebremst. Also der hat gelenkt, wo er noch bremst hat, glaube ich. Zu stark gebremst auf einmal. War ein wenig überrascht über den Überrundeten. Die weiße Flagge ist draußen. Bei uns noch nicht. Ja. Nicht so gut bei den. Aber Kraus damit. Weiße Flagge. Sechs oder? Weiße Flagge ist schon da, oder? Bei uns auch? Bei uns noch nicht. Kraus jetzt. Jetzt. Vielleicht vorletzte Runde, schwer zu sagen. Karis hat scheinbar noch einen Fehler gemacht, ist jetzt deutlich in der Route, schaut, der ist dann ganz vorne da. Schau mal, Karis, was fährt denn der für Linie? Was tut denn der? Der muss kaputt sein, ha? Schau dir das an. Der fährt nur mehr geradeaus. Rechts da und dann geradeaus. Sehr seltsam. Ist wieder aufs Gras gekommen. Ja. Da passt was nicht. Vielleicht irgendeinen Schaden oder sonstige Probleme. Bouillonnais! Unser Fortfahrer. Oh! Ui! Schlimme Szene da bei Bouillonnais! Was ist denn da passiert, wenn man das Auto. Statt Ziel da die Bande erwischt. Ja, was wollte der da? Ich mein. Genau, wo der Blick hinaussteht. Ja, voll. Ja, und dann voll überschlagen. Beim Auto ist nichts passiert zum Glück. Siehst du was? Die Car ist auf der Strecke. Ja. Da kann weiterfahren. Schau, noch einmal in die Wand. Schau. Alex Wurz heute der Fahrer des Medical Cars. Ja, wirklich prominent besetzt, wenn man denkt. Martin Stöllinger im Safety Car. Wurz. Jack Stewart im Stewart Room. Ja, wir haben wirklich Glück. Man. Können wir schon. Ist wirklich. Ich freue mich dann schon auf das Siegertreppchen. Weißt du da, wer das machen wird? Hast du was gehört? So, Rumors gehört. Donald the Trump. Der Richtige? Also der Trump oder der Trump? Trump. Hat ja gleich neben so einen großen Golfkurs eine Ranch und da schaut er kurz herüber und vergibt seine fachmännischen Siegerpokale. Ja. Boah, ja, das ist natürlich schon was. Also, ja. Natürlich begleitet von der Melanie Trump. Es wird ein ganz, ganz großes Spektakel. Ja, und Daniel Kraus im Moment noch immer auf dem Weg zum Siegerpodest. Da wird er dabei sein. Nicht verwandt mit Kraus, ja. Ja. Ja, Klaus ja doch etwas schneller noch unterwegs auf der Strecke. Zuletzt Laguna Seca das Rennen gewonnen, da konnte Kraus. Sehen mit seinem Schlitten da, nein, des Nordpols, ja. Ja. Ja, war schnell, also da ist richtig durch die Kurven geslidet. Chaps. Ja, aber Chaps richtig stark, oder? Ich meine, für den zweiten Split, Top-Split hätte er wahrscheinlich weniger Chancen. In einer eigenen Liga. Kommt da jetzt schon auf die hinteren Fahrer ran. Dürfte jetzt vielleicht in die letzte Runde einbiegen? Ja. Ich hoffe, es ist die letzte. Das Feld hat sich jetzt ziemlich auseinandergefahren. Walmart führt noch, ganz klar. Fährt noch immer weiter. Flag. Karis. Na, Bouillonnais ist kaputt. Also, Oberst, White Flag. Schauen wir da. Confirmed, letzte Runde. Charlie Black hat ausgerufen. Roots. Der Mann, der für die Sicherheit zuständig ist. Last Lap, White Flag. Ja. Letzte Rennrunde, keine Überholen mehr möglich. Gell? Nein. Ich hab's nicht Fußball gespielt. Gell? Ah, okay. Na, der Roots ist jetzt da geht's noch um eine Position. Da könnte der Mallet überholen. Im Moment dritter in der Klasse. Hat er immer mit den Karis kämpfen Mallet müssen. Jetzt wissen wir, warum er versucht hat, wieder dran zu kommen, gell? Ja.
Jobs. Das Trio. Roots, ja. Ja, aber wird es nicht drankommen. Der Schoblam blockt da ab für Mallet. Keine Chance, dass da noch was kommt, außer der Oh, Roots ist jetzt knapp dran, aber es ist noch die ganze Runde. Ah, nicht knapp genug, gell. Ah, da müsste jetzt schon Fehler passieren, dass da noch was kommt. Ah, nur mit der Gerade und dann die letzte Kurve bis zum Ende des Rennens. Roots mit dem Fehler, schau. Schnell hier in die Kurve gegangen. Ja. Alles riskiert, aber er ist nicht außer Reichweite. Wenn vorn was passiert, kann er ran, aber sein Problem wir ist. Wir erwarten vielleicht einen Dive-Bomb hier. Letzte Möglichkeit. Ja, aber Schoblom ist noch dazwischen. Also jetzt kommt er gut raus. Na, kommt das. Nein. Mit dem Fehler. Ja. Nicht gut auf die letzte, auf die Gerade gekommen. Schoblom kommt da näher, wenn da ja, noch. Ja, nächste ist in der Box. Aber der probiert ja auch nichts, so Schoblom. Der deckt da jetzt ab. Rüber Schoblom. Probiert's gar nicht. Noch weiter? Na, sollte aus sein, oder? White Flag war aus, oder? Und das war's. Der schaut da ziemlich verbeult. Nein, die waren noch knapp vor den Führenden, müssen noch die Runde zu Ende. Ah, Chubbs erst jetzt über der Linie! Und da kommt das Feuerwerk! Cockpit-Perspektive bei Kraus, oh, dann sehen wir vielleicht das Feuerwerk. Auf die Startgerade, da sehen wir das Feuerwerk! Hurra! Wegen Tramp, der nicht importiert werden. Feuerwerke, ja, weil es chinesisch sind, gell? Ja, chinesische Feuerwerke nicht mehr erlaubt. Könnten ja auch nordkoreanische dabei sein. Auch keine Burritos mehr von Mexiko, alles verboten. Also, ja, ist tragisch. Dan macht das eigenes Feuerwerk. Da hat wer den Kippschalter gefunden. Gerade ab ist da der Sprit ausgegangen. Jetzt muss er zurückgehen und seinen Pokal von Donald the Tramp. Und Roots ist vorbei an Schoblem und Schoblem mit dem Fehler. Da geht's ja ab, obwohl das Rennen schon ewig aus ist. Schoblem. Aber Roots kommt trotzdem nicht mehr ran. Hä? Er blinkt da, versucht er noch Unruhe zu stiften. Muss er aufpassen, dass er nicht disqualifiziert wird mit solchen Aktionen, oder? Also haben wir schon öfters gesehen, dass Leute rauskommen. Wenn hier jemand die Lichthupe für Könnte auch für Kraus noch ein Nachspiel geben, der hat sie nach der Zielüberfahrt auch noch etliche Male gedrückt. Also der Bujones, das ist ja der Rennerunfall, wird jetzt nochmal aufgearbeitet. Das wäre eindeutig der Fehler von ihm. Der hat auf der Strecke nichts verloren. So kann man es auch sehen. Schau, die haben sich da zusammengestellt, der Roots und sein Kollege. Außerdem hat besagter Herr das Rennen sowieso nachher noch. Der ist in die Luft geflogen, ja, der hat das Feuerwerk schon frühzeitig gemacht. Der war wirklich so. Das Gleiser war das. Ja, das war's von unserem Rennen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Live-Einschalten auf jeden Fall. Haben uns auf jeden Fall riesig gefreut. Ja, die 300 Zuschauer haben sich auf jeden Fall gefreut. Jetzt haben wir einen Zuschauer. Das war ich zuerst, glaube ich. Ja, das war ich. Ah, du? Wieso hast du nicht das Ganze? Du hast nur eine Aufgabe gehabt, das ganze Rennen zuzuschauen live. Ja, ich bin gefahren, ich bin Fünfter geworden. Ist keine Ausrede. Ja, damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und die Worte von Herbert Prohaska zu sagen, Roland. Gute Nacht. Er sagt, der Roland. Liebe Kinder, gute Nacht. Er macht das ohne Kinder. Dann lassen wir es Martin machen. Martin, zum Abschluss. Gute Nacht. Sehr brav. Ciao. Tschüss.